Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Sie haben ja richtig dargestellt, dass der Ethikrat die Bundesregierung konkret auffordert, sich für ein internationales Moratorium für die klinische Anwendung von Keimbahneingriffen auf Ebene der Vereinten Nationen einzusetzen. Und es soll da ein internationaler Raum jetzt erstmal geschaffen werden, um Instrumente für internationale Regulierung zu erarbeiten. Werden Sie sich im Kabinett und auch auf internationaler Ebene stark machen und einsetzen für ein solches Moratorium? Ja, Sie sprechen zu Recht an, dass sich die Vereinten Nationen mit diesen Themen befassen. Aber es gibt auch Befassungen im Europarat und im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation zu der Frage, wie gehen wir verantwortlich mit Genomeditierung bei Menschen um. Die Bundesregierung unterstützt diese internationalen Initiativen. So wurde die Berichterstatterin des Ethikrats, die die Stellungnahme hier, über die wir sprechen, in der Fragestellung erarbeitet hat, mit Unterstützung der Bundesregierung als Expertin in das Advisory Committee für Genomediting bei der WHO berufen. Dieses Gremium soll die wissenschaftlichen, ethischen, sozialen und rechtlichen Herausforderungen der Genomeditierung bei Menschen untersuchen und dann Empfehlungen für Governance-Mechanismen erarbeiten, eben auf internationaler Ebene. Und Sie können daran erkennen, dass die Bundesregierung sich aktiv in die Gestaltung dieser Empfehlungen einbringt. Also ich schließe daraus, dass die deutsche Bundesregierung für ein Moratorium ist. Und ich möchte Sie deshalb noch mal fragen, welches internationale Forum die Bundesregierung für geeignet hält, um zu einem internationalen Moratorium zügig zu kommen. Wir haben in Deutschland das Embryonenschutzgesetz in nationalem Recht umgesetzt. Und damit haben wir sozusagen auf nationaler Ebene die Anforderungen Moratorium erfüllt. Und ich habe Ihnen eben dargestellt, dass wir in allen drei internationalen Gremien, die sich damit befassen, Weltgesundheitsorganisation, Vereinte Nationen, wie auch Europarat, uns engagieren, die Empfehlungen des Ethikrats zur Umsetzung zu bringen.